der hydraulische Sprung. Den sehen Sie jeden Morgen und wann auch immer im Waschbecken. Zum Beispiel, wenn ein Wasserstrahl auf eine ebene Fläche trifft, dann sehen Sie, dass das Wasser sehr schnell auseinanderströmt auf dieser ebenen Fläche. Und dann gibt es einen kleinen Wall und das Wasser geht langsamer, aber auch auf höherer Ebene weiter. Das ist schon ein Beispiel für einen hydraulischen Sprung. Sieht man fast immer im Waschbecken. Hier kommt der Wasserstrahl aus dem Wasserhahn raus. Das Wasser fliegt erst schnell auseinander, wenn man das so sagen will, strebt erst schnell auseinander und dann kommt ein Sprung in der Höhe und dann ist es langsamer. Dann hat es ja auch mehr Volumen. Ab da kann es langsamer strömen. Das ist schon ein hydraulischer Sprung. Den kriegen wir so schnell nicht ausgerechnet. Da gibt es einige sehr komplizierte Forschungsarbeiten dazu, empirisch wie theoretisch, wie man den jetzt ausrechnen kann. Man muss die Oberflächenspannung mit einrechnen und so weiter. Aber im großen Stile, den hydraulischen Sprung im großen Stile, den kriegt man tatsächlich schon relativ einfach in Formeln gefasst. Das wollte ich einmal vorführen, wie das geht. Vor allen Dingen ist das eine Chance, dass man sich nochmal die Gedanken hinter Bernoulli und so weiter klar macht. Hier gilt jetzt lustigerweise eben nicht Bernoulli, aber andere oder Teile der Gedanken, die man da verwendet und auch Teile von den Gedanken, die man beim Metzschen Gesetz in der Windenergie verwendet, die kommen da lustigerweise wieder vor. Können wir das einmal wiederholen daran. Die Situation, die sich einfacher behandeln lässt, ist so ein hydraulischer Sprung in einem Kanal, einem richtig großen Kanal, nicht im Waschbecken. Von der Seite aus gesehen soll das so aussehen. Das Wasser kommt von links in einer Höhe H1 mit einer Geschwindigkeit V1. Ich sollte vielleicht ein bisschen Luft lassen. So kommt das Wasser von links und es geht nach rechts in einer höheren Höhe. H2, nennen wir die mal, mit einer Geschwindigkeit V2, einer kleineren Geschwindigkeit V2. Wenn sich das Ganze, was wir da im Waschbecken haben, in groß vorstellen, im Maßstab eines Wasserkanals vorstellen. Und dazwischen wird es jetzt irgendeine Art Übergang geben müssen. Das Wasser, was rechts höher ist, wird natürlich versuchen, hier zurückzulaufen, aber es wird dann wieder verdrängt werden von dem Wasser, was mit hoher Geschwindigkeit von links kommt. So sieht ein hydraulischer Sprung aus. Und das soll jetzt stationär sein. Dieser Sprung soll nicht nach links wandern und soll nicht nach rechts wandern, sondern an dieser einen Stelle im Kanal stehen bleiben. Ich schreibe das jetzt mal so ganz luschig. Sprung soll an dieser Stelle stehen bleiben, an dieser Stelle bleiben und nicht wandern. Und dann kann man jetzt mit den Erhaltungssätzen, die man so kennt, da ein bisschen basteln. Das ist insofern dann eine Wiederholung für zum Hintergrund von Bernoulli und Konsorten. Bernoulli selbst kommt nicht vor, aber die Ideen dahinter kommen in gewisser Weise wieder vor. Ich habe jetzt mal versucht, einen Zusammenhang zu finden zwischen Höhe links, Höhe rechts, oder ich sollte sagen, Höhe vor dem Sprung, Höhe nach dem Sprung und Geschwindigkeit vor dem Sprung, Geschwindigkeit nach dem Sprung. Klar ist schon mal, die Geschwindigkeit vorher ist größer als die Geschwindigkeit nachher und die Höhe vor ist kleiner als die Höhe nachher. Aber was sind jetzt genau die Verhältnisse und wie hängt das mit dem Durchfluss zusammen? Das sollten wir vielleicht auch nochmal gerade dran schreiben. Irgendwo kommt jetzt eine Menge Wasser da durch. Nehmen wir es mal Q an Kubikmetern pro Sekunde und natürlich müssen hinten auch wieder Q Kubikmeter pro Sekunde rauskommen, weil nichts verdunstet und nichts versickert. Das wollen wir zumindest nicht, dass nichts verdunstet und nichts versickert. Ich habe jetzt nicht die dritte Dimension gezeichnet. Das soll ein Kanal sein mit rechteckigem Querschnitt. Der soll eine Breite haben, die man jetzt nicht sieht, also in den Bildschirm hinein, eine Breite B. Und jetzt überlegt man sich, welche Erhaltungssätze einem da einfallen. Sehen Sie eine Chance? Welche Erhaltungssätze werden wahrscheinlich, so halbwegs gelten, brauchbar gelten? Welche Erhaltungssätze werden wahrscheinlich eher nicht gelten? So, man könnte an Energieerhaltung denken, aber wenn Sie sich das hier wirklich bildlich vorstellen, hier ein wilder Tumult, hier wird höchstwahrscheinlich doch einiges an Energie
umgewandelt werden in Wärme oder an die Luft abgegeben werden und was auch immer. Also Energieerhaltung sieht nicht so richtig gut aus. An dieser Stelle nicht. Scheint hier nicht allzu hilfreich zu sein. Bernoulli setzt Energieerhaltung voraus. Das heißt, das wird ein Problem sein. Bernoulli wird nicht funktionieren. Impulserhaltung haben Sie gesagt, genau. Das sieht viel besser aus. Hier versucht man mit Impulserhaltung zu arbeiten. Mit, ja, schlecht zu sagen, mit welchem Impuls, mit wie viel Power, mit wie viel Momentum, das ist ja im Englischen Momentum, mit wie viel Momentum kommt das Wasser links an? Genauso wird es wohl auch rechts wieder rausgehen, weil wo soll das hier verloren gehen? Es kann nicht an die Luft abgegeben werden, es kann nicht an den Boden abgegeben werden, zumindest nicht nennenswert. Impulserhaltung sieht gut aus und wir haben natürlich Masseerhaltung oder weil das hier Wasser sein soll, inkompressibel sein soll, idealerweise Volumenerhaltung. Das heißt, wir haben die Kontinuitätsgleichung. Aber ich schreibe hier mal Volumenerhaltung. Das wird auch funktionieren. Es soll Wasser nicht versickern und nicht verdunsten. Jeder Kubikmeter, der links reinkommt, muss auch rechts wieder rauskommen. Eigentlich jedes Kilogramm, was links reinkommt, muss wieder rauskommen. Aber wenn Sie sagen, Wasser ist inkompressibel, dann muss jeder Kubikmeter, der links reinkommt, auch rechts wieder rauskommen. Und es soll auch nicht relativistisch sein, dass hier irgendwie Masse in Energie und wie auch immer umgewandelt wird. Nein, ganz klassisch. Die beiden Erhaltungsgesetze versucht man jetzt auf das Problem anzuwenden. Dann kann man zum Schluss tatsächlich mal nachgucken, was denn mit der Energieerhaltung passiert. Hier wird doch einiges an Energie verbraten, wenn man so sagen will. Also, das Wasser verliert Energie. Die Energie ist dann anders oder vielleicht ist sie dann in Form von Temperaturerhöhung im Wasser drin, aber zumindest nicht mehr in Form von kinetischer und potenzieller Energie im Wasser drin. Fangen wir mit der Volumenerhaltung an. Die Kontinuitätsgleichung. Volumenerhaltung. Was bedeutet das? Formulieren Sie das mal. Mit Höhe und Geschwindigkeit, Volumenstrom, wie hängen die zusammen? Links, rechts muss dasselbe durchfließen. Was kommt links rein? Sie kriegen pro Sekunde H1 mal V1 mal die Breite rein. Gucken Sie sich mal von den Einheiten das an. Meter mal Meter pro Sekunde mal Meter. Meter mal Meter pro Sekunde mal Meter. Das sind tatsächlich Kubikmeter pro Sekunde. Das ist der Volumenstrom, der links reingeht, und das muss der Volumenstrom sein, der auch rechts wieder rausgeht. H2 mal V2 mal die Breite des Kanals. Der Kanal soll überall die gleiche Breite haben. Rechteckig ausgeschachtet. Vielleicht nochmal so, wenn Sie sich das vorstellen, vielleicht eine Höhe von 3 Metern und eine Geschwindigkeit von 2 Metern pro Sekunde und eine Breite von 2 Metern. Das ist jetzt kein Kanal für Schiffe. Egal. Wenn Sie sich das so vorstellen, das heißt, jede Sekunde gehen 2 Meter dadurch, ein Volumen mit einer Höhe von 3 Metern, 2 Meter in der Länge, 2 Meter in der Tiefe, also 3 mal 2 mal 2 Meter gehen jede Sekunde dadurch. Na wunderbar, das ist also der Volumenstrom. Links rein, rechts raus. Man könnte beide Seiten noch durch B teilen, dann sieht das etwas hübscher aus. Das heißt also nichts anderes, dass die Höhe links mal die Geschwindigkeit links gleich der Volumenstrom durch die Breite des Kanals ist, und das ist aber auch die Höhe rechts mal die Geschwindigkeit rechts. Das zur Volumenerhaltung. Das war der einfachere Teil. Etwas schwieriger wird es jetzt mit der Impulserhaltung. Energieerhaltung hat man sowieso schon immer hingeschrieben. Das ist Bernoulli, ist die Energieerhaltung. Die Impulserhaltung ist insofern etwas ungewöhnlicher. Links der Impuls rein in den hydraulischen Sprung, muss rechts der Impuls raus sein. Man könnte hier sich so ein Volumen vorstellen. Ich gucke mir dieses Volumen an. In das Volumen fließt eine bestimmte Masse an Wasser pro Sekunde rein. Nehmen wir einfach mal so ein Stück Wasser raus. Diese Masse fließt da rein, mitsamt seinem Impuls. Diese Masse samt Impuls muss am Ende aber auch wieder rausfließen. Und dann denselben Impuls haben. Ich muss den Impuls wieder mitnehmen. Also ich gucke mir das an. Wenn da eine Tonne Wasser von links reinfließt, wie viel Impuls nimmt die mit in dieses strichlierte Volumen? Und wenn sie dann wieder rausfließt,
muss sie den Impuls auch wieder mit rausnehmen aus dem strichlierten Volumen. Sonst sammelt sich in dem Volumen Impuls an. Das kann offensichtlich nicht auf die Dauer gut gehen. Der Sprung kann dann nicht an dieser Stelle stehen bleiben. Das guckt man sich jetzt an. Von links kommt eine Masse an Wasser in unser strichliertes Volumen hier, Kontrollvolumen hinein. Wie viel Impuls ist das, was dann rein, der reingeht? Und entsprechend auf der rechten Seite, das muss gleich sein. Gucken wir uns das an. Impulserhaltung. Die Masse M in das Volumen, was ich da strichliert habe. Um was nimmt der Impuls zu? Impuls, jetzt habe ich das alles hier in Pink, sei es so, Impuls nimmt zu um. Ich sollte das klarer machen. Der Impuls innerhalb von dem strichlierten Gebiet, dem strichlierten Volumen, um was nimmt der zu? Schauen Sie das mal formeltechnisch hin. Ein Stück Masse, nochmal zurückscrollen, ein Stück Masse kommt in dieses Volumen rein. Um wie viel nimmt der Impuls innerhalb von dem Volumen zu? So, den einen Anteil kriegen wir hin. Also diese Masse an Wasser bringt einen bestimmten Impuls mit, nämlich Masse mal Geschwindigkeit. So viel Impuls bringt diese Menge mit an Wasser. Das ist schon mal gut. Die Masse mal die Geschwindigkeit. Absurderweise, und das vergisst man gerne, und deshalb reite ich jetzt ein bisschen drauf rum, absurderweise ist nicht nur der Impuls, den das Wasser mitbringt, spannend, es gibt noch mehr. Weil nämlich nicht nur diese Menge an Wasser in das strichlierte Gebiet reinkommt, sondern weil es reingedrückt wird. Es wird ja hier mit einer Kraft von außen reingedrückt. Und wenn Sie auf irgendwas mit einer Kraft drücken, kriegt das, auf das Sie drücken, einen Impuls. Das muss ich jetzt auch noch berücksichtigen. Diese Menge an Wasser wird hier reingedrückt in mein Gebiet. Wie viel Impuls kommt dadurch zu dem Gebiet dazu, dass diese Menge an Wasser reingedrückt wird? Die läuft hier durch. Das ist meine Menge an Wasser. Da fängt sie an und zum Schluss ist sie da. Die wird reingedrückt. Wie viel Impuls gibt es dazu nochmal? Durch die Kraftanwendung. Also Impuls ist aufgesammelte Kraft, Impuls ist integrierte Kraft, das ist vielleicht etwas raffiniert. Ein kurzer Exkurs in Newton. Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Wenn Sie eine Kraft für einen gewissen Zeitraum, sagen wir Delta T, wirken lassen, steht da Kraft mal Delta T ist Masse mal Beschleunigung mal Delta T. Aber Beschleunigung mal Delta T, das ist, um was sich die Geschwindigkeit ändert. Und dann steht da auf der rechten Seite die Änderung des Impulses. Ich schreibe mal hier Delta Impuls, um nicht Delta P zu schreiben, sonst geht das durcheinander mit Druck. Also was ist die Änderung des Impulses? Die Änderung des Impulses ist Kraft mal, wie lange diese Kraft wirkt. Das ist der Trick. Der Impuls ist sozusagen, nicht nur sozusagen, der Impuls ist aufgespeicherte Kraft, der Impuls ist integrierte Kraft. Also ich gucke mir an, wie lange diese Kraft wirkt, nicht über welche Strecke. Weil eben gerade jemand sagte, was mit einer Strecke, Energie hat was mit Strecke zu tun, Arbeit hat mit Strecke zu tun. Arbeit ist Kraft mal Weg, aber Impuls ist lustigerweise Kraft mal Zeit. Impuls ist aufintegrierte, und zwar nach der Zeit aufintegrierte Kraft, aufgespeicherte Kraft. Impuls ist sozusagen angesammelte Kraft. Das brauchen wir jetzt. Also wir brauchen Kraft mal Zeit. Hier muss sowas stehen wie Kraft mal Zeit, damit da eine Impulsänderung passiert. Ich habe hier, ich mal es unten nochmal hin, ich habe hier mein Kontrollvolumen und da kommt meine Masse an. Na, lieber so. Die Masse steht vor der Tür und sie wandert jetzt da rein. Was können Sie über Kraft und Zeit sagen? So, die Kraft hier, die hat was zu tun mit einem Druck. Müssen wir uns gleich noch überlegen, wie der jetzt zustande kommt. Das ist ein bisschen raffinierter. Druck mal Fläche. Hier, das muss eine Fläche A sein. Ein Druck, der auf diese Fläche wirkt, das gibt mir dann eine Kraft. Ich werde angeschoben, hier als Wasser werde ich angeschoben von dem Druck. Reingeschoben durch den Druck. Das mit dem Druck ist natürlich jetzt eklig. Warum ist das mit dem Druck hier eklig? Warum ist der ungeschickt? So, dieser Druck am oberen Ende, wie ich sagen, auf dem Wasserspiegel, dann haben Sie den Atmosphärendruck, am unteren Ende haben Sie den Atmosphärendruck plus eben ein Zehntel Bar, Pi mal Daumen, pro Meter dazu. Dieser Druck ist nicht konstant, das macht es ärgerlich. Wir lügen uns hier raus und nehmen einfach den Druck in der Mitte.
Das wird dann ja entsprechend dann zu der Kraft werden, die auf die Gesamtfläche wirkt. Man müsste eigentlich integrieren und so weiter, aber es kommt offensichtlich, wenn man integriert, dasselbe raus, als wenn man den Druck in der Mitte nimmt. Das heißt, wir nehmen hier den Atmosphärendruck plus Rho mal G mal H1 halbe. Rho mal G mal H1 wäre der normale, übliche hydrostatische Druck. Ich nehme nur die Hälfte davon, H1 halbe. Und den Atmosphärendruck schreibe ich mal nicht dazu. Muss ich gleich noch was dazu sagen, warum ich den ganz dreist weglasse. Der wird sich hoffentlich ja insgesamt wegheben. Ich lasse den Atmosphärendruck mal weg. Das muss ich gleich noch sagen, warum ich den weglassen darf. Insgesamt hebt er sich weg, aber gleich mehr dazu. Die Fläche haben wir natürlich noch. Die Fläche hier, ja, wie groß ist die Fläche? Das ist die Höhe hoch und die Breite tief. Das ist H1 mal B. Jetzt kann man das für die rechte Seite entsprechend hinschreiben. Ich schreibe es gar nicht mehr hin. Rechts entsprechend. Was weggeht an Impuls, man setzt gleich. Also links kommt rein die Masse von einem Wasserpaket mal die Geschwindigkeit plus, oh, jetzt wird es etwas unübersichtlich, Rho mal G mal die Höhe halbe mal die Höhe, also H Quadrat dann hier, mal die Breite mal Delta T. Und das muss rechts wieder rauskommen. Also M mal V2 plus Rho mal G mal H2 Quadrat halbe mal die Breite mal Delta T. Das sieht noch eher unschön aus. Sehen Sie eine Chance, wie man das auf etwas gewöhnlichere Größen bringen kann? Die Masse hier. Unser Wasserpaket braucht Delta T, um durch so eine Stelle durchzulaufen. Da wird man noch irgendwas mit der Masse hier machen können. Wir nehmen den zum Beispiel Volumenstrom mal Delta T. So viel Kubikmeter sind in meinem Massenpaket da drin, in meinem Wasserpaket da drinnen. Das sind die Kubikmeter. Wenn ich die Kubikmeter noch mit der Dichte multipliziere, habe ich die Masse. Uff, auf der Seite natürlich genauso. Das hier ist also Q mal Delta T mal Rho. Und jetzt sehen Sie die Gleichung. Bleibt am Leben, wenn ich auf beiden Seiten das Delta T streiche. Überall das Delta T streichen, dann ist das schon deutlich freundlicher. Jetzt habe ich Größen, die da wirklich vorkommen. Der Volumenstrom, die Dichte, Geschwindigkeit, Dichte, Schwerebeschleunigung. Ach du lieber mal die Dichte, die kann ich auch noch überall rausstreichen. Hier, da haben wir die Dichte, da haben wir die Dichte, da haben wir die Dichte, da haben wir die Dichte. Dann wird das schon sehr übersichtlich. Wir haben nämlich jetzt gelernt, das folgendes gilt, der Volumenstrom mal die Geschwindigkeit 1 plus Schwerebeschleunigung mal H1 Quadrat halbe B ist gleich das gleiche entsprechende dann auf der anderen Seite. Volumenstrom mal V2 plus Schwerebeschleunigung H2 Quadrat halbe mal B. Was jetzt noch nervig ist, dass ich V und H drinnen habe. Wie könnten Sie das V loswerden, das V durch ein H ersetzen, dass alles nur noch mit der Höhe hier funktioniert? Dass ich irgendwas mit der Höhe links, mit der Höhe rechts habe, dann wird es übersichtlicher. Wie könnten Sie das V durch die Höhe ersetzen? So, also das V1 kriegen wir mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung umgewandelt in H1, nämlich V1 ist Durchfluss durch Breite durch Höhe. Mal gucken, V1 ist Durchfluss durch Breite durch Höhe. Das verwende ich jetzt hier. Das ist Durchfluss durch Breite durch Höhe und hier natürlich genauso. Also finden wir, hier kommt jetzt absurderweise Q Quadrat. Das glauben wir nicht. Q Quadrat durch die Breite und die Höhe plus G mal H. Die Höhe ins Quadrat halbe mal die Breite ist dasselbe auf der anderen Seite. Quadrat, Breite, Höhe 2. Oh, da unten habe ich mich verschrieben. Höhe 2 plus Schwerebeschleunigung Höhe 2 Quadrat halbe B. Und jetzt würde ich, weil es so hübsch ist, würde ich noch ein B wegnehmen. Hier aus dem Nenner. Wenn wir beide Seiten mit der Breite multiplizieren, ist die Breite da weg, da steht sie ins Quadrat, da ist sie weg, da steht sie ins Quadrat. So wird es allmählich übersichtlich. Also wir haben jetzt eine Gleichung erhalten, nur für die Höhe links und die Höhe rechts, absurderweise. Aus der Impulserhaltung, reingemischt jetzt auch die Volumenerhaltung, haben wir etwas erfahren,
dass diese Größe auf der linken Seite gleich der Größe auf der rechten Seite sein muss, entsprechend gebildet. Ich muss eine Fußnote gerade noch wirklich nachtragen. Soweit jetzt erstmal die Herleitung, das deuten wir jetzt gleich, aber so erstmal die Herleitung. Ich muss nochmal nachtragen, warum ich denn den Atmosphärendruck nicht mit reingerechnet habe. Wenn Sie so in die Standardliteratur gucken, fällt das einfach so vom Himmel und keiner verrät Ihnen das mal wieder. Warum schreibe ich hier nicht dazu Atmosphärendruck plus? Der Witz ist ja, der Atmosphärendruck wirkt von allen Seiten. Wenn Sie die Impulsänderung durch den Atmosphärendruck berechnen wollen, müssten Sie über die komplette Oberfläche integrieren und dann hebt sich das ja weg. Was von links drückt, drückt auch wieder von rechts und so weiter und so weiter. Der hebt sich zum Schluss weg. Ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich den hier dazu schreibe, weil ich müsste ihn jetzt überall addieren, auch da, wo Luft ist und wo Fußboden ist hier. Das macht keinen Spaß. Ich lasse ihn einfach direkt weg. Als Fußnote nachgetragen, warum ich den Atmosphärendruck da einfach rauswerfe, ignoriere. Jetzt haben wir also diese Gleichung. Das hatte ja mit dem Impuls zu tun, wenn ich das angucken, das hatte ja trotz diverser Kürzungen mit dem Impuls zu tun, der reingeht. Wenn Sie mit einem hohen Wasserpegel reingehen, der Impuls wird groß, kann man sich vorstellen. Wenn Sie mit einer hohen Geschwindigkeit reingehen, ist das Wasser niedrig, konstanter Durchfluss. Das Wasser ist niedrig, wenn Sie mit einer hohen Geschwindigkeit reingehen, sehen Sie hier ja, da kommt eigentlich die Geschwindigkeit her. Der Pegel ist niedrig, 1 durch den Pegel ist hoch, dann wird der hier groß. Also der Impuls kann auf zwei Arten groß werden. Der Impuls, den Sie übertragen über den hydraulischen Sprung, der kann auf zwei Arten groß werden. Er kann groß werden, indem die Geschwindigkeit groß ist, das ist der erste Teil. Oder er kann groß werden, indem die Höhe groß ist und dafür die Geschwindigkeit klein ist. Vielleicht etwas überraschend. Nun kann man sich den Verlauf hier mal angucken. Das ist ja jetzt eine Funktion von der Höhe, wenn man das so sieht. Wenn Sie das plotten, das können wir auf der linken Seite plotten. So, das können wir einfach mal plotten. Was steht hier auf der linken Seite? Auf der rechten Seite steht ja was Entsprechendes. Von H1 hängt dieser Ausdruck hier jetzt ab. Q² durch H1 plus G mal H1² halbe mal B². Skizzieren Sie mal, wie hängt dieser Ausdruck von der Höhe ab? Pi mal Daumen, der prinzipielle Verlauf. Wir haben also eine Hyperbel, sozusagen 1 durch x, mit irgendwelchen Konstanten fixiert. Wir haben auf dieser Seite eine Hyperbel, auf der Seite haben wir eine Parabel, mit irgendwelchen Vielfachen verziert jeweils. Wenn Sie die beiden addieren, asymptotisch geht es hier ja an die vertikale Achse dran, so kommen wir weg. Und jetzt ist die Aussage, okay, was ich links ausrechne auf dieser Kurve, muss auch rechts wieder rauskommen. Mit derselben Formel. Was lernt man jetzt also über den hydraulischen Sprung? Wir überlegen uns also, wo H1 liegen sollte. H1 ist ja für die hohe Geschwindigkeit, tiefe Höhe. H1 sollte eher klein sein. Ich sollte vielleicht hier gar nicht H1 dran schreiben. Ich sollte hier vielleicht H dran schreiben. Und hier auch H und da H². So. H1 sollte eher klein sein. Jetzt rechnen wir aus, was diese Formel sagt. Kriegen irgendeinen Wert raus. Das ist der Wert auf der linken Seite. Sehen Sie jetzt den Trick, wie es weitergeht. So, Sie ziehen einfach diese Horizontale weiter und dann muss hier H2 sein, die große Höhe. Wenn Sie H1 einsetzen in die Formel, kommt dasselbe raus, als wenn Sie H2 einsetzen in die Formel. Und Sie sehen, aha, das passt also auch zu den Beobachtungen. Wir haben für zwei verschiedene Höhen tatsächlich eine Chance. Es gibt zwei Lösungen. Normalerweise, Sie sehen, aha, wenn wir hier unten ganz unten sind, das gucken wir uns gleich noch an, wenn wir hier ganz unten sind, gibt es nur eine Lösung. Aber normalerweise, hier oben, haben wir immer zwei Lösungen. Sie können eine kleine Höhe und dann entsprechend eine hohe Geschwindigkeit, man kann ja umrechnen, angeben und dann eine große Höhe und eine entsprechend kleine Geschwindigkeit. Das funktioniert für zwei verschiedene Höhen. Eine Zweideutigkeit. Deshalb klappt das überhaupt mit dem hydraulischen Sprung, weil wir hier an zwei Stellen eine Lösung haben. Also man sieht, im Regelfall wird es zwei Möglichkeiten geben. Und jetzt können wir ein bisschen weiterrechnen, nicht zu viel weiterrechnen, aber etwas weiterrechnen, um noch ein bisschen was über diese beiden Möglichkeiten herauszufinden.
ich bringe das linke Q-Quadrat und so weiter mal nach rechts rüber. Dann steht da, das ist Q-Quadrat mal 1 durch H1 minus 1 durch H2. So rum ist das ja auch sinnvoll. H1 ist kleiner als H2. 1 durch H1 ist größer als 1 durch H2. So wird es positiv sein. Ich habe den Term nach links gebracht. Und auf der rechten Seite fasse ich die ganzen mit G zusammen. Da habe ich also G mal B Quadrat halbe und dann die Differenz der Quadrat der Höhen. Jetzt kann ich die beiden hier noch zusammenfassen, hochrechnen, auf einen Hauptnenner bringen, H1, H2. Und dann steht da H2 minus H1 im Zähler. Fällt Ihnen bei der Gleichung was Nettes auf, was man jetzt rausschmeißen kann? So, die dritte binomische Formel. Hier ist also H2 plus H1 mal H2 minus H1. Steht da hinten. Die Differenz der Quadrate ist Summe mal Differenz. Binomi. Jetzt sehen Sie auf der linken Seite H2 minus H1, auf der rechten Seite H2 minus H1. Jetzt kürze ich. Das Kürzen darf ich aber nur, wenn, das ist jetzt raffinierter, aber ganz wichtig, ich hoffe, jemand erinnert sich dran, wann dürfen Sie jetzt hier kürzen? So, sehr schön. Darf ich dann, wenn H2 ungleich H1 ist, und das will ich ja gerade. Ich möchte ja, dass die ungleich sind. Wenn die beiden gleich sind, steht da 0 durch irgendwas, 0 durch irgendwas, und ich möchte bitte nicht links und rechts durch 0 teilen. Das würde nicht gut funktionieren. Also das darf ich nur, wenn die beiden ungleich sind. Aber genau das ist die Situation, die mich interessiert, dass die beiden ungleich sind. Und dann sind wir also bei Q-Quadrat durch das Produkt der beiden Höhen, das ist jetzt auf der linken Seite übrig geblieben, ist gleich Schwerebeschleunigung Breite ins Quadrat halbe mal die Summe der beiden Höhen. Man kriegt also eine recht handliche Gleichung. Wenn, ich schreibe das trotzdem noch mal dazu, wenn die beiden Höhen ungleich sind. Ich mache mal ein Sternchen dran. Die Gleichung ist gleich noch hilfreich. Der nächste ingenieurmäßig spannende Schritt ist, wo ist jetzt hier die kritische Höhe? Hier unten, genau in dem Minimum, habe ich die kritische Höhe oder dann auch die kritische Geschwindigkeit. Ich schreibe mal h-krit, weil es plötzlich nur noch eine Lösung gibt. Wäre spannend, die zu wissen. Wie können Sie die bestimmen? Der offizielle Weg ist also, Sie bestimmen die Ableitung dieser Funktion und gucken sich an, wo das Minimum ist. Wo ist die Tangente hier horizontal? Ableitung gleich 0, setzen nach h auflösen. Der etwas händewedelndere Weg ist folgendes. Wenn ich kurz davor bin, nicht genau eine Lösung hier habe, sondern gerade noch zwei Lösungen habe, dann gilt diese Gleichung ja noch. Und dann sind diese beiden Höhen, die ich rauskriege, kurz bevor ich nur noch eine Höhe habe, sind die aber praktisch gleich. Hier unten steht quasi das Quadrat von so einer mittleren Höhe und hier steht die Summe von so einer mittleren Höhe. Das heißt, diese Gleichung muss ja doch gelten, wenn die beiden Höhen gleich sind. Und dann finde ich Q-Quadrat durch H-Kritisch-Quadrat ist gleich Schwerebeschleunigung Breite ins Quadrat halbe mal zweimal die kritische Höhe. Da fällt hier die 2 weg auf der rechten Seite. Und Sie sehen, jetzt kriegen wir plötzlich eine dritte Potenz. Oh, wie schrecklich. Wir kriegen also Q-Quadrat, das G nach unten und das B nach unten, von der rechten Seite weg, G und B nach links, H komplett auf die rechte Seite, dann steht hier die dritte Potenz der kritischen Höhe und ich lerne also, die kritische Höhe ist also, jetzt die dritte Wurzel aus Q-Quadrat durch Schwerebeschleunigung mal die Breite ins Quadrat. Auweia. Also, wenn Sie wissen, wie viel Kubikmeter pro Sekunde da durchgehen und wie breit der Kanal ist, können Sie jetzt sagen, bei welcher Höhe Sie keinen hydraulischen Sprung haben können. Und wenn die Höhe größer ist, wissen Sie, könnte vorher das Wasser auch tiefer gewesen sein, aber dafür schneller gewesen sein. Und wenn die Höhe kleiner ist als diese kritische Höhe, wissen Sie, oh, irgendwo könnte das Wasser auch umspringen, dass die Höhe größer wird und die Geschwindigkeit kleiner ist. Also so kriegt man dann eine kritische Höhe raus. So, V-kritisch, welche Geschwindigkeit hat das Wasser denn in dem Fall? Normalerweise gibt man diese kritische Geschwindigkeit an, nicht die kritische Höhe. Kriegen Sie natürlich wieder mit der Kontinuitätsgleichung, wo auch immer sie mal war. Die Geschwindigkeit ist Q durch Breite
und Höhe. Also kriegen wir hier, die kritische Geschwindigkeit ist Q durch Breite und H kritisch. Und das kann man jetzt oben einsetzen, habe ich keine Lust. Wird schon irgendwas werden. Und normalerweise gibt es dann die kritische Geschwindigkeit. Gibt man die an. Historische Randbemerkung. Es gibt an der Stelle den Herrn Frut, der komisch geschrieben wird. Ein Brite. Ich schreibe es mal langsam. F-R-O-U-D-E. Frut gesprochen. Hier gibt es eine Frut-Zahl. Die ist gleich 1, wenn diese Geschwindigkeit gleich der kritischen Geschwindigkeit ist. Ich will Ihnen die Formel dafür nicht antun. Sie ist nicht so ein Drama, aber sie ist für uns nicht so spannend. Also man kann dieses strömende Wasser mit Hilfe der Frutzahl charakterisieren. Ist es schnell, dann ist die Frutzahl größer als 1 und ist es langsam, dann ist die Frutzahl kleiner als 1. Überkritisch, unterkritisch. Nur am Rande erwähnt, die kommt bei uns sonst nicht vor. Ich wollte es am Rande erwähnt haben, dass Sie mal was von dem Herrn gehört haben. Was ich jetzt noch spannend finde, vor dem didaktischen Hintergrund, dass man diese ganzen Begriffe nochmal wiederholt, Druck, Impuls, Energie, ist der Energieverlust. Wie viel Energie geht jetzt verloren über den hydraulischen Sprung? Weil wir haben jetzt die Impulserhaltung angewendet und die Kontinuitätsgleichung angewendet, um grob zu sagen, was passieren kann. Und wir haben gesehen, okay, es gibt normalerweise zwei Möglichkeiten, es sei denn, ich habe die kritische Geschwindigkeit gerade und entsprechend die kritische Höhe. Ansonsten gibt es zwei Möglichkeiten. Jetzt wäre noch das Letzte, was ich machen würde, an der Stelle der Energieverlust. Ich habe am Anfang gesagt, die Energieerhaltung ist eine schlechte Idee an dieser Stelle. Wie viel Energie geht jetzt in dem Tumult hier? Wie viel Energie geht hier in dem Tumult verloren? Hier. Das kann man jetzt ausrechnen. Das ist nochmal eine schöne Wiederholung für die Zutaten von Bernoulli. Ich hätte natürlich gerne eine Verlustleistung am besten. Aber vielleicht gucken wir uns erst den Energieverlust an für eine bestimmte Menge an Wasser. M, die Masse kommt links rein, kommt rechts wieder raus. Ich schreibe mal Delta E. Was ist der Energieverlust für diese Masse? Und dann kriegen wir gleich daraus auch eine Leistung. Ich möchte natürlich eine Verlustleistung haben. Basten Sie das mal zusammen. Der Energieverlust für eine Masse, links rein, rechts raus. Sie wissen Höhe, Geschwindigkeit und links, rechts. Was passiert mit der Energie? Also die kinetische Energie. 1/2 mal Masse mal Geschwindigkeitsquadrat. 1/2 Masse mal V1-Quadrat von links rein an Energie in dieses strichierte Volumen von eben. 1/2 Masse mal V2-Quadrat raus. Die potenzielle Energie. M mal G mal H. M mal G mal H1. Halt, jetzt aber vorsichtig. Ist das die potenzielle Energie? Ich schreibe aber schon mal hin, M mal G mal H2 wieder raus. Das ist aber nicht die potenzielle Energie. Denken Sie gerade mal nach. So, hier fehlt also durch 2. Vorsicht, Vorsicht. Die potenzielle Energie ist ja nur halb so groß. Sie haben Ihr Wasser. Sie haben Ihr Wasser auf Höhe 0. Und jetzt schieben Sie das Wasser zusammen zu so einem Block. Dann bleibt ja vieles von dem Wasser auf der Höhe 0. Einiges geht auf die volle Höhe. Im Mittel. Es ist in der mittleren Höhe. Es kommt auf die Höhe des Schwerpunkts an. Also die potenzielle Energie geht mit der Höhe des Schwerpunkts. Die Hälfte der Höhe. Vorsicht an der Stelle. Mich interessiert jetzt nicht, was hier der letzte Tropfen Wasser kriegt. Ich will ja die potenzielle Energie wissen in dem Ganzen. Der unterste Tropfen Wasser kriegt gar keine potenzielle Energie im Verhältnis zum Nullniveau. Der ein Tropfen ganz in der Mitte hat die Hälfte von der Energie da ganz oben. Im Mittel habe ich ja halbe stehen. Also es geht um die Höhe des Schwerpunkts. Vorsicht an der Stelle. Jetzt mit dem Druck. Einige hatten ja schon ganz dreist P mal V. Machen wir das einfach so. Vielleicht muss ich ein bisschen noch was zu dem Druck dazu sagen. Einige haben jetzt ja eben schon P mal V ganz dreist hingeschrieben. Also hier hätte ich jetzt gerne den Druck links mal das Volumen minus den Druck rechts mal das Volumen. Was setzen Sie hier für den Druck links dann aber ein? Wo kommt der her? So, hier ist also wieder die halbe Wassersäule. Wir sind hier in unserem Wasservolumen drin. An der oberen Kante habe ich den Atmosphärendruck, an der unteren Kante habe ich Atmosphärendruck plus 1/10 bar ungefähr pro Meter. Ich nehme den mittleren Druck. Eigentlich müsste ich integrieren, aber das kommt dasselbe raus, wenn ich den mittleren Druck nehme.
Hier sehen Sie nebenbei, dass ich den Atmosphärendruck ignorieren kann. Hier den Atmosphärendruck drauf, da den Atmosphärendruck drauf, selbes Volumen dahinter abziehen. Der Atmosphärendruck ist egal, hebt sich weg. Ich nehme den mittleren Druck, also den Druck, der sich durch die halbe Wassersäule ergibt. Rho mal G mal H1 halbe und hier bei dem Druck entsprechend Rho mal G mal H2 halbe. Hier jetzt die Druckenergie reinzuschreiben, ist ein bisschen gewagt. Das Ergebnis ist richtig. Ich würde es lieber so erklären. Wir gucken uns eigentlich nicht so eine Druckenergie an, das ist vielleicht etwas komisch. Wir gucken uns ganz genau mal die kinetische Energie und die potenzielle Energie an. Und dann gucken wir uns noch an, wenn dieser Block hier an Wasser, wenn der in unser strichiertes Volumen reinkommt, dann muss er Arbeit verrichten. Er muss an diesem Volumen Arbeit verrichten. Gegen den Druck wird er eine bestimmte Strecke bewegt und dann kommt P1 mal V raus. Das wäre der offizielle Weg dahin. Sie hatten das jetzt alle über Druckenergie. Ich finde es schwierig. Ich würde es mir lieber so überlegen. Dieser Block Wasser muss eine Kraft aufwenden, wird dabei um eine bestimmte Strecke bewegt. Das heißt, in dem strichlierten Volumen haben wir danach mehr Energie. So kommt das eigentlich zustande. Ergebnis ist dasselbe, ist aber etwas, wir sagen, sauberer begründet dann. Das ist der Energieverlust jetzt. Wie viel Energie geht rein, wie viel Energie geht raus? Das muss der Energieverlust sein über den hydraulischen Sprung. Ich möchte ja die Verlustleistung haben. So, die Verlustleistung. Ja, was ist Delta P? Leistung links rein, Leistung rechts raus und die Differenz. Das muss die Verlustleistung sein. Wie kommen Sie jetzt von diesem Energieverlust für diese Masse zur insgesamt der Verlustleistung? Ich muss durch eine Zeit teilen. Wie lange dauert es, bis diese Masse in das Volumen reingeschoben ist? Oder wie lange dauert es, bis diese Masse von Ende des Volumens wieder rausgeschoben ist? Ich teile durch eine Zeit. Also hier steht dann ein halb mal, hier können wir schon zusammenfassen. Also hier steht dann eine Masse durch eine Zeit. V1 Quadrat minus V2 Quadrat. Hier passiert das entsprechende. M mal G halbe kann ich zusammenfassen. Hier steht eine Zeit. H1 minus H2. Und hier steht Rho mal G halbe, kann man auch zusammenfassen. H1 minus H2. Und dann haben wir das Volumen da hinten. Volumen durch die Zeit. Die Zeit müssen wir jetzt irgendwie greifbar machen. Masse pro Zeit. Wie viel Masse pro Zeit haben wir? Wie viel Volumen machen wir das? Wie viel Volumen pro Zeit haben wir denn? So, hier hinten steht also Q, Volumen pro Zeit, das ist Q. Ich schreibe jetzt mal so dahinter. Hier steht Q, das Volumen pro Zeit. Und die Masse pro Zeit ist dann die Dichte mal wie viel Kubikmeter pro Sekunde ich habe. Hier die Masse pro Zeit ist Rho mal Q. Jetzt sieht man, dass man ganz viel ausklammern kann. Rho, Rho, Rho kann man ausklammern. Q, Q, Q können wir ausklammern. Und dann bleibt hier V1 Quadrat minus V2 Quadrat halbe. V1 Quadrat minus V2 Quadrat halbe plus, was bleibt hier jetzt noch? Da steht noch ein G halbe mal die Differenz der Höhen. Rho habe ich ausgeklammert, Q habe ich ausgeklammert, G halbe mal die Differenz der Höhen. Es ist die halbe Differenz der Höhen und nochmal die halbe Differenz der Höhen. Das heißt, hier steht G mal die Differenz der Höhen, ohne halbe. Das fällt in einigen Lehrbüchern so vom Himmel und man fragt sich halt, wo ist jetzt der Faktor ein halb geblieben? Also Sie haben einmal ein halb bei der potenziellen Energie und einmal ein halb aus dem Druck. Und beides fügt sich lustigerweise zusammen. G mal die Differenz der Höhen. Und jetzt kommt eine längere Rechnung, die ich Ihnen nicht antun werde. Sie rechnen hin und her, Sie verwenden die Kontinuitätsgleichung, Sie verwenden insbesondere aber auch diese Gleichung hier, wenn Sie dann einsetzen, mit Kontinuitätsgleichung und Sternchen sozusagen, und finden dann zum Schluss Folgendes. Das ist ein Viertel Dichte mal Volumenstrom mal die Differenz der Höhen H2 minus H1 in die dritte Potenz durch das Produkt der Höhen. Dazwischen kommt viel dummes Rumrumrechnen, das hat jetzt nichts mit Ingenieurtechnik zu tun. Das kommt dann zum Schluss raus. Spannend ist hier die dritte Potenz. Also wenn die beiden Höhen ungefähr gleich sind, ist das gar nicht so schlimm.
Aber sobald die beiden Höhen nennenswert auseinanderlaufen, geht die Differenz hier in die dritte Potenz rein und man hat massiv eine Verlustleistung. Auf jeden Fall ist diese Verlustleistung hier nicht null, außer die beiden Höhen sind gleich. Das hier ist nicht null, außer wenn H2 gleich H1 ist. Aber